Ich will doch einfach nur eine Knarre oder ein Messer oder sowas. Nein, du nicht. Oh, ich will das nicht so. Nein, nein. Ich krieg dich! Zack! Freu dich! Nein! Los! Oh, es kann doch wohl nicht wahr sein. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Los, komm, komm! Los, los! Los! Komm, ja! Na toll, das reicht doch ja auch nicht mehr für Doggeist. Ein Tritt. Und der hat mir eine Eier getreten. Ey, Mann. Also ich kann verstehen, wenn er zum irgendwelchen anderen Parts dann erstmal hochspringt. Weiterspringt, weil... Das ist ja gerade zum Kotzen. Nimm. Hier drauf. Nimm. Nein, da solltest du nicht hin, aber macht bestimmt auch Spaß. Hier hin. Hier hin. Und dahin. So, habe ich noch einen? Boah, es kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, nein. Nein, nein. Bäm in die Fresse! Schaffst du nicht. Nein. Jetzt aber, komm schon, bitte, bitte, bitte. Oh, schön. Das kriegst du, Junge. Ich schlitz dich so von oben bis unten auf, du Drecksau. Endlich. Los, hier ab im Kofferraum, du Sau. Und dann kümmert dich Mutti um dich. Achso, ich fahre ja auch nicht. What's going on? We're bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Oh, endlich. We could take care of this ourselves.
Believe me, I'm tempted. But you and me handle this and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the boss, Wade. Das bin ich wohl. Oh, hinter uns ist er. Jawoll, wieder so eine dicke Verfolgungsjagd. Oh, habe ich euch doch alles weggenommen? Ja, den kleinen Boden. Tut mir aber leid. Ja, es macht sich keine Sorge, ich schaff die schon. Hier, guck, pass auf. Reifen geschossen. Und dann fliegen die schon alleine. Ja, du bist du gegen die Dings geflogen, ja? Komm hier, du kleiner Sack. Los, schieß auf die Reifen. Jawohl. Los, komm! Weiter, was machst du denn hier? Bist du ein Feind? Nee, darauf glaube ich keinen Feind. Jawoll! Hier, Reifenschuss! Oh, endlich! Oh, krasse Scheiße. Ich finde diese Verfolgungsjagden, wenn ich aus dem Auto schieße, so ein geil animiert. Thanks, man. Komm, du Sack, jetzt gehst du zu Mutti. What the fuck you doing, huh? Wait. Sit down and shut the fuck up. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 為咗你一路開住個廚房，你睇我留埋啲骨喺裡面，你中意噶嘛？係咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食曬佢，食咗佢。 Hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Sammy, 你避下我面，我特登為你做噶，唔使驚。 唔係淨係你一個人，你個朋友 Johnny 啊，老鼠仔佢都喺度喎。Ja, er hat ihn gerade wahrscheinlich gegessen. Er nämlich ein bisschen an Cartman. Wo die Eltern gekocht hat von dem Kunden. Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. Oh, God, I'm sorry, please, stop. Oh, die Mutter ist so krass drauf. Oh, endlich. Auf jeden Fall Level Up. Fuck. Der muss auf jeden Fall mal zum Psychologen für die ganzen Stimmen, die er in seinem Kopf hört. So, dann leveln wir erstmal. Upgrades. Körper-Upgrades nicht, aber Triaden-Updates haben wir auf jeden Fall. Habe ich schon? Habe ich noch nicht. Dann werde ich ja mal das nehmen wahrscheinlich. Way erhöht sich nach einem gescheiterten Konter schneller. Sehr schön. So, wie viel haben wir noch? Einen. Verpassen Sie Ihrem Gegner einen heftigen Ellbogenschlag. LT halten und B gedrückt. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder bloß das eine. Onkel Po will ich sehen. Komm ins Krankenhaus. Big Smite Lee, Tu Shin und Ti Yang warten schon. Okay, Onkel Po. Dann fahre ich doch da erstmal lieber hin. Die Missionen machen wesentlich mehr Fun als die. Außer es wird so ein Drecki wie beim letzten Mal. Aber sonst machen die eigentlich viel mehr Spaß als diese Polizeischeiße. So.
Okay, mal gucken, wie Onkel Po mittlerweile aussieht. Wie weit fahren wir? Knappe 2 Kilometer. Naja, wir haben noch Zeit. Machen wir eine kleine Stadttour. Ja. Oh, 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 oh. Ich bin kurz auf Start gekommen, tut mir leid. War nicht mit Absicht. Ich bin abgerutscht. Hey, wo fahre ich denn lang? Was ist denn jetzt los? Ich will doch zu Onkel Popo. Oh, warte, warte, warte. So. Genau da. Nein, ich möchte jetzt kein Rennen fahren. Unten lang? Ja. Ein, ein. Ey, schmeiß mal keine Kisten auf mich. So, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich aber richtig, oder? Ja. So, komm, wir spielen ein bisschen Bowling. Alle 9, würde ich sagen. Da müssen wir nebenbei einfällt, gehen eigentlich auch die ganzen politischen Meldungen schon wieder auf den Senkel. Ich weiß nicht. Ich meine, egal was sie machen, sie können es doch eh nicht ändern, weil sie sind doch eh Pfeifen. Egal wen du wählst. Und dann heulen sie rum mit, oh, was ist, wenn das scheitert, was ist, wenn das passiert. Mein Gott, lass mich doch einfach damit in Ruhe. Versuch doch einfach mal eine vernünftige Regierung auf die Beine zu stellen. Und vor allem versuch doch mal was Sinnvolles zu machen, was den Menschen in Deutschland auch ein bisschen zugute kommt. Aber nein, da erhöhen sie wieder ihre Diäten, weil sie angeblich zu wenig Geld kriegen und sowas. Oh, das ist sowas von nervig. Ihr wisst nicht, ob es überhaupt wer von euch da draußen interessiert dafür oder so Politik. Ich meine, mir geht's relativ am Arsch vorbei, aber trotzdem muss man sich ja irgendwie damit beschäftigen. Weil immerhin lebt man ja in Deutschland, man will ja auch richtig und fair behandelt werden. Aber dieses ganze Brimborium drumherum und diese und was und dann versprechen sie und... Ah. Könnte man sich tagelang drüber aufregen, aber ist ja mal egal. Wir parken erstmal vor Ort und gucken mal, was Onkel Po für uns hat. Tradition calls for us to select a temporary chairman. Until you are well, Uncle. A man who would continue as you would wish. If they were brazen enough to attack a wedding, we have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Way, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Jiang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Nanji. It's time to make him a red pole. Your initiation is young Liang. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chu Jin Sao. He is your true nephew, your blood, Legat Sip Doyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Chu Qian, can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pakmak, see that it is done.
Das ist doch eine Verschwörung. Die komische Zicke da, die hat doch irgendwas im Schilde. Jackie, it's Wei. Where are you? Getting a massage, man. Let me tell you, the girls here are... Listen, I got some news. I'm on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. Oh, nicht Jackie, oder? Der kriegt doch nichts auf der Reihe. Der Vogel. Frau Sherbet, irgendwelche Uhren und die kommen nicht an. Ja, ich werde so nicht über die Politik weiterreden, weil da kann ich mich schon lange drüber aufregen. Und im Endeffekt kommt ja gar nichts bei raus, beziehungsweise man kann eh nichts dagegen machen, egal was man tut und macht und will. Auch wenn manche denken, ja, man bewirkt was damit, wenn man wählt, und man bewirkt was damit, wenn man das und das. Ja, das ist schön, dass man das denkt, aber man bewirkt einen Scheißdreck. Weil alles nur noch Korruption ist und die Politik eh nur das macht, was sie will. Und wenn die Politik mal endlich mal ein paar Jüngere einstellen würde und nicht immer nur so eine alten Säcke, die vor 50 Jahren mal wussten, was abgeht, da wären wir schon mal einen Schritt weiter. Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun On Yi. Fuck me, are you sure? 100%. Yeah, baby! Fucking did it, yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie, they're making me a red pole. What? Holy shit, Wei! Holy fucking shit! Well, Jackie, the dream finally comes true. No shit! Hey, Wei, don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat. Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls can do. I don't think so, Jackie. So, what's this errand? It's part of our initiation. Ich meine, wie seht ihr das? Mit jüngeren oder etwas jüngeren, sagen wir mal, als die aktuelle Generation, die in der Politik rumläuft. Sollten die vielleicht mal in der Politik ein bisschen was versuchen zu bewirken und nicht immer nur die ganzen Alten, die vor die ganz andere Wertevorstellungen, ganz andere Ideen haben. Ich meine, wenn eine Frau Merkel sagt, das Internet ist für uns Neuland und das Internet gibt es nicht erst seit gestern, also das, da hört es bei mir schon auf mit dem geistigen Verständnis für die Leute auch nur annähernd Sympathie zu entwickeln. Ganz ehrlich. Ich habe mich auch sowas von gefreut, wo ihr Handy gehackt wurde. Das klingt zwar fies, aber es ist so, also... Die hat es nicht anders verdient bei ihren Aussagen, bei ihrem Verständnis für alles Mögliche. Oh, schon wieder schlagen. So, diesmal nehme ich, würde ich sagen, nehme ich dir erstmal dein Messer ab. Nimm das Messer. Nimm das Messer. Ich will dein Messer. Genau so. Und dann machen wir hier Schlitz, 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 Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Messer, wie bei... Counter-Strike. Na los, komm. Nein. Nicht so. Brauchen wir noch wen? Ja, wie gesagt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Alter. Lass doch mal mein Man in Ruhe. Oh, 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 oh. Jackie, könntest du vielleicht mir mal ein bisschen helfen? Da wäre ich sehr verbunden. Wenn ich die ganze Scheiße nicht immer alleine machen muss. Los, komm, ich will nicht schon wieder sterben dabei. Oh Mann, hau doch mal richtig zu. Nein. Zack. Ich bin gleich tot, Junge. Ich bin gleich tot. Hey, we need to talk to you. Uncle Po sent us. Oh,
Ja, so, Jackie, Junge, mache mit. Komm schon, die letzten zwei, drei Schläge, die kriege ich doch wohl noch hin. Komm schon. Ja. Jawohl. Komm, komm. So, jetzt? Oh, was für ein Glück. Boah, Jackie, Junge. Warum lässt die Knochen fallen? Jackie, let's go. Jackie, let's go. Come on. Let's move. Oh, fühlst du dich jetzt wie Atze oder was? Hast du einen erschossen und gleich so, oh, okay. Ich hab sie Energy. Shit, we have never done that before. I know. Was it? I don't know. My Steig ein. Shaking, man. Look, take a breath, Jackie. Breathe. Oh. Look into the guy's eyes. I didn't expect it to be like that. I always thought about how it looked. I didn't know how it made me feel, you know? I can feel it in my stomach. Shit, way. Calm down. Look. It'll wear off, okay? So, jetzt auch mal genug von Politik. Also heute, ich nehme gerade auf, das ist heute der 21. August, glaube ich, wo ich gerade aufnehme. Und ich habe heute schon mal Dead Rising bekommen für die Xbox One. Natürlich ist meine Xbox One noch nicht da, das heißt, ich könnte gerade ein bisschen abkotzen. Ihr werdet den Part wahrscheinlich ein bisschen später erst sehen. Aber ich habe zumindest schon mal ein Spiel für Xbox One. Und ich kann euch sagen, es gibt keine Anleitung da drin. Nur ein Aufkleber, nee, nur so ein kleines Ding, so ein Brettchen mit einem Code drauf für 3 Tage kostenlos Xbox One. Xbox Live, Entschuldigung. Because today you are my brothers. We're bound to each other by blood. Sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The sun on ye does not die. The sun on ye does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die 1,000 times over, slowly, in the dark. The sun on ye and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 oaths. With them, you are bound together. With them, you become sun on ye. Are you ready to begin? Jawohl, Zen Meister. Alles klar. Ich habe was für dich. Komm in einer Stunde. Oh, Raymond, Junge. Alle lieben Raymond, nur ich nicht.